Jetzt komm schon, Digga. Komm. Warum ist das unser Fatal-Spieler, Alter? Digga, der ist so scheiße. Ja, komm schon. Jungs, das kann doch nicht sein in Akani, Alter. Hallo, mein Name ist Ronaldo, bei mir geht nicht so viel. Was hat der für Laufwege? Verfickte Scheiße! Ich könnte jetzt schon wieder einen Controller kaputt machen. Ich könnte ihn auch wieder kaputt machen, ne? Oh ja. Und Broski soll keine Scheiße labern. Ich hab Bock auf die Aufnahme. Mit dem hat er kein Tor gemacht im Stream. Aber Ronaldo ist gut, wenn die Tiefe können in dem Stream. Let's go, Peter! Der kann sich nicht mal drehen, ne? Er kann sich nicht mal drehen und behaupten. Hi Leute und herzlich willkommen bei Tizi zu Bash. Und wir kommen zu unserer vierten Folge Fatal. Ja, Jungs, ihr habt fleißig abgestimmt. Es war wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Paaren. Hatten ihr wirklich ein gutes Budget geholt, muss man wirklich sagen. Hatten zwei kranke Paare. Man muss ehrlich sagen, wir hätten gern Cristiano Ronaldo und Kanté gespielt. Aber wir gucken mal, was es geworden ist. Ja, wir hatten auch in den Kommentaren gelesen, also ihr seht es hier, es wurde dann Ronaldinho und Neymar. Ja, wir hätten vielleicht lieber CR7 gehabt, ja, weil wir hatten auch in den Kommentaren gelesen, dass da ein paar so geschrieben haben, ja, ihr nehmt eh das, was ihr wollt und sonst irgendwas. Ja, die haben geschrieben, ihr nehmt eh CR7, weil er zu eurem Spielstil passt, aber ihr habt entschieden, wir haben das schön fachmännisch hier sortiert, es genau. Ist Ronaldinho und Neymar geworden. Weil man kann ja im Browser, ne, wenn du über die Suche zum Beispiel die 1 oder die 2 eintippst, dann siehst du ja klar, habt ihr Paar 1 reingeschrieben oder Paar 2, ja. Und dann sieht man auch, wer mehr war. Und es war deutlich, war, muss man schon sagen, dass Gaucho und Neymar waren wirklich viel, viel mehr in den Kommentaren, ja. Aber ich meine, über dieses Paar kann man sich alles andere als beschweren. Heftiges Paar, erleichtert uns vieles für hinten, für die Abwehr definitiv. Und kleines Skilluminati noch auf LF. Kann man sich auch nicht beschweren. Und ja, dann würde ich einfach sagen, wir gehen in die nächste Folge rein jetzt, ne? Und schauen wir mal. Zählen die Coins auch wieder normal. Genau, normal, ja. Wir können es also nicht verrechnen und sonstiges. Ja. Zählt wieder alles ganz normal. Und dann würde ich einfach sagen, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Hoffentlich können wir noch ein paar gute Coins absaften, ja, dass wir ein schönes Team bauen können. Und dass sich davon dieser junge Mann ein bisschen straft. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im ersten Game. So, dann gucken wir mal, was unser erster Gegner hier für ein Team hat. Ja, moin, Alter, ne? Ja, moin. Ich sag gut, 3 Cheater Boys, Alter. 3 richtig harte Cheater Boys. Aber ey, sieht geil aus, Tänzer Team, muss ich ehrlich sagen, ne? Ja. Sieht richtig cool aus. Und dann sind wir mal gespannt, Jungs, ja, weil wir müssen jetzt unseren Cristiano hinten ins ZDM stellen, ja. Und Gaucho dann halt ZDM. Wir müssen echt dann danach was tun. Unsere Baustelle ist jetzt echt hinten, ne? Zumal jetzt mit Cristiano halt noch auf ZDM. Das ist der absolut letzte Spieler, der ZDM spielen sollte. Aber wir kämpfen uns da rein. Abfahrt. Wow. Schock des Jahrzehnts eben. So. Es kann losgehen. Mani Breukmann. Wolfuß. Frank Busch. Heute sind es 2 andere Kommentatoren. Früher war es immer der Mani. Früher war es ohne Scheiß immer Mani Breukmann. Digga. Früher war es immer Mani Breukmann. Mann, früher. FIFA 98. Nee, Wolfuß gibt es nicht so lange. Schreibt es mal drunter, Jungs. Ich muss jetzt konzentrieren, Rob. Ja, komm, Abfahrt. Ich muss jetzt konzentrieren, Rob. Ja, komm, Abfahrt. Oh no, 5 Minuten gespielt, Rückstand ist da. Dieser Cristiano ZDM, Alter, ne? Da glaub ich, können sie einen Bronze ZDM hinstellen, der ist halt besser. Gaucho ist dabei. Trackman langt sogar direkt für die Flanke auf Neymar, schon nur Neymar. Oh. Das ist halt blöd, ne? Weil man so rum die Ecke schießt, ne? Oh, schade. Geht aber wieder nix rein, Mann. So gefährlich, aber Jetlin regelt. Komm schon, Digga. Komm. Akani. Komm, du brech den doch. Press ihn auch mit unserer Wurst da vorne.
Lass den Ball laufen. Oh, Digga, warum? Du bist schon im 16er. Nimm ihn doch. Das ist freie Schussbahn. So scheiße, nicht. Schön. Blockinato. Ronaldinho Gaucho. Ja, Tor. Aber was für ein Tor, Alter. Menschen, Skinners. Das heißt, Spielers stand und Taylor stand sind auf 0 gesetzt. Was musst du denn so viel mit nach hinten? Ich sehe, das Blanc schließt die Lücke nicht, Alter, ganz ehrlich. Ja, komm schon. Jungs, das kann doch nicht sein in Akani, Alter! Erklär's ja, mir! Das hat jetzt wirklich nichts mit Steuern oder so zu tun. Die Szene kann man ja mal reinschneiden. Habt ihr gesehen, wie der die Murmel annimmt, Jungs? Das ist ein. Ich glaube, das war. War das ein Silbermann oder ein Goldener? Ich weiß jetzt gar nicht. Aber Ronaldo 96, Jungs. Der muss die Murmel verarbeiten. Dass diese gerade. Ja, jetzt mach dann, aber ich verstehe das. Zweimal jetzt schon das Laufduell gegen einen Akani. Vielleicht Akani-Maschine? Ach. I don't know this! Egal, aber stark, Digga. 50.000. Chippen, Motherfucker. Da hat man schon lang verarbeitet. Da. Ich hab die Chipsi. Keine Achtung, das machen wir hier Eckball-Taktik à la Mirza. Die kann ich! Oh! Alles klar. Komm, Burschi! Voll guter Ball. Komm! Ja. Ja, oh, oh, oh. Aber eben wollte ich ja aufs Palett legen! Das Ball da vorne jetzt wo, oder? So, komm, Prächti! Boah, ganz schwach. Schlecht. Du hätte ich jetzt zu früheren Zeiten, hätte ich ihn einfach zurückgezogen, verzögert, bis er in die Schnecke gesaftet ist und dann hätte er die. Oh no! Throat gekriegt. Abzug. Boah! Was haben wir? 50 minus 30 sind aber 50.000. Na komm, Fett Ronaldo muss noch mal machen jetzt. Hopp. Okay, okay, okay. Hast Platz. Wo ist ein Fetti? Ruhig. Der Typ ist so ein. Ich wollte mich eigentlich heute nicht aufregen in der Aufnahme, Junge. Sorry, ich wollte mich nicht aufregen. Also rege ich mich ja nicht auf. Komm, uns mal die Blutmessdinge Abzug. Ich vertraue ihm einfach nicht mehr. Das ist das Problem jetzt. Das sollen die anderen Tore machen. Ehrlich. 80.000. Ich vertraue ihm einfach nicht mehr. Aber das Problem ist, dass es halt auch so geruckelt, gemache und getue ist, ne? Ja, jetzt. Jetzt. Komm schon, Digga. Das hat schlecht gemacht, der Abschluss, aber das sehe ich schon wieder, wie lahm unser Trottel davon ist, Alter. Was ist der? Ist der immer bei Burger King oder McDonald's oder was? So, komm. Geh. Oh ja. Oh ja. Der Typ ist so ein. Ich könnte jetzt schon wieder einen Controller einfach kaputt machen. Ich könnte ihn aber schon wieder kaputt machen, ne? Ich könnte einfach fucking Controller kaputt machen. Guck mal, was hat der für Laufwege? Der läuft einfach weg. Wow, 80.000. Wir sehen uns im nächsten Spiel, Jungs. Super geil, Alter. Danke, Ronaldo. So, Jungs, zweites Spiel. Ganz ehrlich, wir sind echt stinksauer, ne? Also, dieser Ronaldo, ich weiß es nicht. Ich meine, da gegen die anderen Teams, was ja keine Kunst ist, man braucht. Aber guckt euch das letzte Spiel an. Sobald er gegen eine Karte kommt, die ein bisschen besser ist als eine Bronze, dann hat er Probleme. Ja. Ich meine, gut, die Meinungen gehen da ziemlich auseinander. Ich glaube, es wurde letzter Zeit nicht heißer diskutiert über einen Spieler wie R9, ne? Aber. Grüße gehen raus an Broski, bei dir ist er auch scheiße im Stream. Ich guck beim Broski im Stream, der trifft er auch nicht, Jungs. Also. Ach, ich weiß es nicht. Wir haben uns ja lang mit Dr. Hano darüber unterhalten und so. Und mit Malut und die sagen halt, Ronaldo muss in die Doppelspitze, aber es ist nicht unser System und. Hopp, Alter, komm. Fick den aus dem Stadion, Digga.
Wenn bei unserem Team mal was laufen wird hier gerade. Wir waren alle am Wochenende saufen, Alter. Dann ist die Serververbindung so räudig gerade aktuell. Ganz schlecht gemacht. Schön. Wer geht früh drauf? Okay, wurde er gelegt. War gut gemacht. So, komm schon. Perfekt. Der rafft nicht, der rafft nicht, der rafft nicht. Warum stehen bei uns immer Leute vor der... Was machen die? Das vielleicht ist das Zielschießen, vielleicht hast du es nicht ausgestellt. Automatisch stehen die bei denen, der drückt doch da gar nichts. Schön, komm Cristiano. Brauch ich gar nicht spielen, weil er ihn eh nicht kriegt. Ja. Mit dem los, Alter. Aber ich verstehe, warte mal. Ja, warum er da reinzieht. Yes, Alter! 100.000 auf die Uhr. 100.000 auf die Uhr. Yes! Oh, schon gedrückt, schon gedrückt. Das reagiert nicht. Digga, es reagiert einfach nicht. Let's go, Fädel! Okay. Ich hab Bock auf die Aufnahme! Fädel macht so ja, Spaß! Ja, komm, jetzt hau lieber noch ein paar rein hier. Hallo, mein Name ist Ronaldo, bei mir geht nicht so viel. Er hat zwei Tore gemacht und eigentlich hat er auch ein Tennis gemacht, wenn ich grad nicht. Hallo, mein Name ist Ronaldo, bei mir geht nicht so viel. Nein! Sprachen doch einfach. Scheiße, hopp. Ich muss echt wirklich die Tore machen. Scheiß auf den, ne? Ich hab so das Gefühl, mit dem muss man einfach genau mittig irgendwie vom Tor stehen, Alter. Alles andere, was 90 Grad irgendwie verdreht macht ist, nicht, hat ne? Er schon wieder Probleme, Alter. Auf, komm Neymar, komm Neymar! Ah, das ist halt mit der Verbindung so. Er kann sich nicht mal drehen, ne? Er kann sich nicht mal drehen und behaupten. Und ich weiß auch nicht, wie man das anders, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie man das anders steuern soll. Da kann ich schon nichts machen. Ein bisschen muss er was von dem Spieler kommen, oder? Der hat so einen Körper, ne? Ja, komm, komm schon auf. Oh nein. Stark. 60. Ja, Jungs, egal. Richtig Kackfolge, zwei richtig schwierige Spiele gehabt. Zweites Spiel, muss man sagen, ja. War ein scheiß Surfer. Ja, wir gucken mal, was wir da für zwei Paare mit 260 stellen können. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, aber du siehst hier 12-3 Torschüsse für dich, ne? Was soll man machen, Jungs? Die Spiele gibt's halt leider auch, ne? Ich würde sagen, wir sehen uns gleich bei der Paarauswahl. So, dann kommen wir jetzt zu unserer Paarauswahl. Wie schon gesagt, es waren zwei richtig eklige Spiele. Einmal die Server richtig reingeschissen. Ich sag, bei dem letzten Gegner wäre auf jeden Fall noch mehr gegangen. Ja, ihr habt sie auch bei meinem Schuss gesehen oder manchmal ist halt einfach nicht mal reagiert, ja. Aber so ist es halt manchmal, ne? So sieht's aus. Deswegen haben wir nur 260.000 Coins zur Verfügung. Trotzdem, finde ich, haben wir zwei richtig geile Paare gefunden, ja. Und würde ich sagen, Timo, mach du mal Paar 1. Paar 1, selbst so nett gespielt. Wäre Fernandinho 86 in Form für in die Mitte für Cristiano, also ins Mittelfeld, der dann später natürlich defensiv spielt. Plus unseren altbekannten Valencia, natürlicher Standard Valencia, 83er Valencia, ist ein Büffel. Ihr entscheidet, ist schon mal ein sehr, sehr geiles Paar. Sind wir auf jeden Fall unten drunter, weil ich glaube Fernandinho 206k und unseren Valencia kostet 15k. Sind wir so bei 220k. Sehr gute Alternative für die Coins. Simon bringt euch Part 2. Genau, Part 2 ist auf jeden Fall schwieriger auszusprechen, deswegen muss ich das machen, ja. Part 2 wäre dann dieser Milinkovic-Savic, ja, die 86er Inform-Variante. Stark, gut ausgesprochen. Hätte man auch als rot, ne, rote Variante. Und rechter Verteidiger würden wir uns diesen Frasalko oder wie auch immer man diesen Mann ausspricht, da könnten wir es gerne drunter schreiben, ja, Frasalko von
Atletico, der 84er Inform. Ist eine richtig stabile Karte. Zocken auch ein paar E-Sportler. Ja, haben wir selbst auch schon gespielt. Hat man mal als rote Karte ein paar Squad-Builder, Battles und sowas. War stabil. Da liegen wir zwar schon ein bisschen unter unserem Budget. Das geht aber gerade schon, sind wir so um die 200k, ne? Ja, nicht ganz, so 180, 190. Okay. Beim anderen sind wir dann bei 215, ne? Ja. Wir haben bei beiden noch Luft nach oben, aber ich denke, das sind auf jeden Fall zwei gute Positionen, um unser Team defensiv auch gut ein bisschen abzuriegeln. Und dann würde ich sagen, seid ihr an der Reihe, stimmt auf jeden Fall wieder fleißig ab, schreibt es in die Kommentare, lasst auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, verzeiht uns ein bisschen diese kleine Rage-Folge, aber... Ihr kennt alle FIFA-Jungs, ihr wisst, wie wir sind. Genau. Wir sind so, wie wir sind, deswegen sorry. Jeder so, wie er ist, Jungs, haut rein. Ciao.